Hallo du! Heute wollte ich euch zeigen, wie ich heute möglichst viel Gohl oder Gold mache. Zuallererst möchte ich mal mit euch. Heute haben wir also 3400 Golds ungefähr in der Tasche. Ich werde jetzt nicht aussortieren, aber ich habe jetzt auch nicht dafür besonders viel gesammelt. Also ich habe halt noch Stein und Holz in der Tasche. Und man sollte ja sich sowieso immer vorbereiten. Oh, mein Briefkasten ist kaputt. Dann reparieren wir den kurz. Kleiner Quälgeist, du wirst vielleicht feststellen, dass deine Arbeit an diesem Morgen ohne deinen geschätzten Briefkasten noch etwas schwerer ist. Ohne deine Glieder wird sie doch noch schwerer werden. Hör auf, durch die Stadt zu laufen und Dinge zu erledigen, als wärst du eine Art Geschenk an Portia. Verschwinde. Das sollte ich wohl der Ziviltruppe melden. Der Briefkasten ist kaputt und muss so schnell wie möglich repariert werden. Das machen wir natürlich auch gleich. Naja. Ich beeile mich heute, dass wir möglichst viel an diesem Tag erledigt bekommen. Herzlichen Glückwunsch, du warst letzten Monat auf Platz 2 der Werkstattenrangliste. Du hast es aber fast auf den ersten Platz geschafft. Arbeite weiterhin so hart, dann schaffst du es auch bald an die Spitze. Hier ist deine Belohnung für den zweiten Platz. Handels. Den können wir öffnen. Mal sehen. Ah, ein Sofa. Gut. Nee, das wollen wir nicht mitschleppen. Muss hier mal was vorarbeiten. Also der erste Tipp, der ist natürlich total simpel. Ihr werdet all diese Sachen, die ihr hier habt, immer schön in Betrieb halten. Weil die Sachen, die ihr aus Sand oder so, könnt ihr zum Beispiel Fensterscheiben, also Scheiben herstellen. Und die Scheiben sind mehr wert als der Sand, den ihr da vorher hattet. Auch wenn man das Holz wegrechnet. Also ist es sinnvoll. Immer alles schön herzustellen, weil der Verkaufspreis von der hergestellten Sache ist meist deutlich teurer als das, was ihr vorher hattet. So, der erste eigentliche Tipp heißt aber eigentlich, dass ihr Higgins ausrauben könnt. Ihr könnt einfach hier immer mal wieder hingehen und euch Kupferbahn, Eisenbahn, was er gerade hergestellt hat, einfach nehmen und das kriegt halt einfach auch niemand mit. Das ist der große erste Tipp, den ich euch geben kann. Dann ist natürlich auch die Handelsreise, habe ich jetzt Handelsreise? Die Handelsquest. Ach, ich bin im falschen Spiel. Die Handelsquest könnt ihr hier jeden Morgen abholen und daran verdient ihr natürlich auch immer mal wieder ein bisschen was. Guck ich mal, Trockengestehen ablehnen. Holzkisten, nehmen wir die. Und hier, Töff, können wir natürlich auch herstellen. Ich bin jetzt ein bisschen in Eile, weil ich möchte an den Tag möglichst viel mit euch hinbekommen. Gehen wir da mal gucken. Ich habe von Presley erfahren, dass du einen Auftrag für eine Töff-Töff-Transporter angenommen hast. Für dieses Fahrzeug brauchst du Teile, die aus den Relikten bestehen. Und ich weiß nicht genau, wie wir vorgehen sollten. Komm zu mir ins Forschungszentrum und ich erkläre dir die Details, Petra. Danke, aber erstmal selber gucken. Herstellen, was brauchen wir denn dafür? Gummireifen stellen wir uns erstmal her. Die kann man hier herstellen. Ach, guck mal, da sieht man sogar. Drei davon brauchen wir. Nicht 13, drei. Den Einzelsitz. Da brauchen wir noch Holzbretter. Haben wir die da? Naja, aber die Reifen können wir ja schon mal ranmachen. Und den Einzelsitz natürlich jetzt auch schon. Denn, war das Bronze Bahn, die wir brauchen? Kupferbahn meine ich. Denn Glas haben wir doch bestimmt auch noch. Ich weiß doch was. Und den kleinen Motor brauchen wir wahrscheinlich auch. Den 7, den Motor. Faserstoff. Gucken wir mal. Den haben wir, glaube ich, auch noch. Irgendwo. Da.
Mal sehen, ob das reicht. Ach ja. Fehlt nur noch der Einzelsitz und den haben wir ja gleich. Dann stellen wir uns mal die Kisten her, aber vorher müssen wir noch ein bisschen Holz. Ach, egal. Davon 4. So, ich stelle jetzt schon mal das Eigentliche, wofür man am Tag richtig, richtig viel Kohle kriegen kann. Fange ich jetzt schon mal mit euch an. Das ist nämlich, wenn ihr die Steine hier abbaut. Da kriegt ihr Marmor, Sand und ganz Stein könnt ihr noch bekommen und Kupfererz natürlich auch. Und manchmal kriegt ihr so richtig schöne Steine und die könnt ihr etwas teurer verkaufen als sämtlicher anderer Müll. So würde ich das nicht nennen. Aber wie ihr jetzt auch schon mitbekommen habt, ich habe meine Taschen nicht entleert. Das heißt, ich hatte dort auch noch ein bisschen Stein. Und ich rase heute wirklich ein bisschen. Hier Tobas und Blutstein zum Beispiel. Die kann man dann für ein bisschen mehr Gold verkaufen. Umso besser eure Spitzhacke ist, umso schneller kommt ihr ja hier auch voran. Das heißt, zweiter Tipp, Spitzhacke muss immer schön... Was heißt zweiter Tipp eigentlich? Habe ich schon mehr als zwei Tipps gesagt. Aber die muss immer schön aufgerüstet werden, weil umso schneller seid ihr hier, umso weniger SP braucht ihr pro Stein. Und umso mehr könnt ihr an einem Tag dann auch abbauen. So. Ich beeil mich. Geht natürlich trotzdem nicht schneller. So. Dich nehme ich noch mit. Dann gab es hier irgendwo... Ach, da vorne. Gut, dann kommen wir da noch hin. So, mein SP-Balken ist weg. Also... Ihr könnt euch in der Stadt irgendwo hinsetzen auf einer Parkbank oder was essen und dann bekommt ihr wieder ein bisschen XP-Balken. Hier ist übrigens die Truhe, die euch 100 Gold gibt. Die ist zwar nur einzigartig dort, aber wenn ihr dort immer mal wieder hingeht, denn wenn ihr einmalig dorthin geht und euch die schnappt, dann habt ihr schon mal am Anfang direkt so ein bisschen, so mal sehen. Wenn ich jetzt noch mehr esse, ja, dann kann ich sogar noch mehr kaputt schlagen. Hört sich doch gut an. Dann gucken wir mal, ob die Holzbretter soweit sind, weil ich möchte auch nebenbei meine Questen nicht vernachlässigen. Ich habe zwar überlegt, ob ich das ein bisschen trennen soll, dass ich das euch jetzt nur zeige, wie man das Gold verdient. Und danach einfach nochmal den Tag beginne und dann einfach meine Quest normal mache. Aber das Gold können wir auch gut gebrauchen. Deswegen dachte ich mir, verbinden wir das lieber. Und ich meine, so wird zwar die Folge ein bisschen hektisch. Und auch zwischenzeitlich einfach. Ich erwähne denn morgen einfach mal, dass ich die Quest halt heute mit den Ghoul, also die Tutorial nachgeschoben habe. Oh, sein Sofa ist... wieso? Ich habe doch sein Sofa wiedergeholt. Die Qualität ist ausgezeichnet. Gute Arbeit. Da du das TÜV fertiggestellt hast, soll ich dir sagen, dass du dich mit dem Bürgermeister treffen sollst. Er will, dass du ein paar Straßenschilder baust oder so. Okay, das kennen wir auch noch nicht. Aber können wir die jetzt annehmen? Ja! Das ist ja mehr als toll. Ich wusste gar nicht, dass man die an einen Tag... So, dann treffen wir uns da auch mit denen. Ha, da bist du ja. Danke, dass du geholfen hast, den Transporter zu bauen. Da wir nun das Fahrzeug haben, brauchen wir noch Stoppschilder, damit die Leute wissen, wo sie ein- und
steigen können. Zu Inbetriebnahme des Systems möchte ich 5 TÜV-TÜV-Haltestellen. Ich gebe dir den Auftrag, 3 davon zu bauen und aufzustellen. Was sagst du? Danke, ich nehme den Auftrag an. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, fehlt dir wahrscheinlich der nötige Handbuchbauplan für diesen Gegenstand. Du musst zum Forscherzentrum gehen und mit Petra reden. Sie müsste dir helfen können. Was es alles gibt heute? Ah, da. Aber wir wollten ja eigentlich... 15 Uhr. Wir haben keine Zeit mehr. Ich bin echt ein Hektisch. Diese Folge wird auch nicht gut. Ich weiß. So. Jetzt mit dem Sand stellt ihr am besten Scheiben her. Wie ich schon gesagt habe, ich weiß gar nicht, Window. Ich weiß nicht, wie die hier heißen. Wie gesagt, ich bin auch ein bisschen in Zeitdruck. Und wollte euch jetzt nur sagen, was ihr mit den anderen Zeug herstellen könnt. Aus Stein könnt ihr Steinhocker ganz schnell hier einfach machen. Und Talismane aus Marmor und Holz, wenn ihr genug Holz noch vorrätig habt. Wie man genügend Holz kriegt, habe ich euch ja in einem anderen Video schon gesagt. So. Ich muss mal gucken, wo man die Quest hier oben abgeben. Okay. Ich hab's halt echt nicht gut getimt mit dem Tag. Aber das kann man auch ganz schlecht timen, weil man immer... Ach so, das ist noch ein zusätzlicher Tipp. Es gibt einen Tagespreis. Der Tagespreis richtet sich einfach an den Tag. Also es ist egal, wie ihr zu den Leuten steht. Wenn ihr an einem bestimmten Tag hier 123% drüber habt, dann ist es halt für jeden Job so. Und ihr könnt dort auch wahnsinnig viel... Wenn ihr jetzt hier verkaufen klickt... Ja, machen wir doch. Guck, jetzt haben wir zum Beispiel dadurch nicht nur 100%, wir haben noch 204 Gold zusätzlich bekommen. Weil heute halt ein guter Marktpreis herrscht. Dann verkaufen wir die hier. Sand würde ich jetzt einfach mal so verkaufen, weil das erst herzustellen dauert ja auch seine Zeit. Ihr seht, ihr könnt ihn jetzt nicht alles verkaufen. Und ich lasse auch noch gut die Kupfererz und so, die lasse ich jetzt einfach mal alle bei mir drin liegen. Ja. Aber die Erde, habe ich die dadurch hergestellt? Das sind ja eh nur ein bisschen... So, dann könnt ihr hier die Talismänner verkaufen und habt dann wieder Zusätzliches. So. Ich gehe jetzt noch kurz den Handelsauftrag abgeben. Das gibt nämlich auch ein bisschen was. Ist zwar jetzt nicht so für euch einkalkulierbar, aber ihr habt ja auch noch eure Sachen, die ihr machen müsst. Deswegen nehme ich das jetzt einfach mit. Phyllis. Juhu. Hier hast du's. Und jetzt lass mich in Ruhe. Oh, die Folge wird bestimmt nicht gut. Ich beeile mich viel zu sehr. Aber man muss sich auch beeilen. Die Geschäfte schließen nämlich um 18 Uhr und so könnte ich euch nur zeigen, wie ich Pharma an einem Tag und am anderen Tag erst ab, also verkaufe. Das ist natürlich die wesentlich einfache Methode, für die ich auch euch eher erwärmen möchte. So, wir gehen jetzt nochmal hier rein und sprechen mit Petra. Huhu, ein TÜV-TÜV-Haltestellenschild, also eine Bank und ein paar Schilder, richtig? Mal sehen, wir brauchen dafür 3 Datendisks. Ach, da bist du ja. Da du den TÜV-TÜV-Transporter baust, brauchst du etwas, das man einen kleinen Motor nennt. Das ist die Maschine, die unsere Autos antreibt und einige unserer Flugzeuge fliegen lässt. Wir wissen nicht mehr, wie man sie herstellt, also müssen wir sie aus den Ruinen holen. Das Problem ist, dass dort viele... Und die Roboter? Okay.
Ich meine, wir haben ja schon den kleinen Motor, den brauchen wir auch gar nicht. Datendisk sammeln. Müssen wir denn nochmal mit ihr sprechen? Nein. So. Ach ja. Dann gehen wir mal nochmal gucken, ob wir Higgins bestellen können. Das habe ich zum Beispiel auch nicht verkauft. Was wir da an Material bekommen haben, weil ich habe halt vieles schon in der Tasche gehabt, was ich loswerden musste. Und vieles habe ich jetzt auch bekommen, was ich nicht verkauft habe. Aber es geht ja auch allgemein. Alu müssen wir das auch noch erzählen. Eher darum, so einen ungefähren Schnitt haben. Wie gehe ich am besten daran vor, wenn ich jetzt Gold verdienen möchte? Das ist natürlich sinnvoller, jeden Tag schön die Steine wegzukloppen. Und wenn man dann einen schönen Tagespreis hat, dann macht man alles auf einmal. So, gucken wir mal, was wir noch so hergestellt bekommen. Ich meine, vieles haben wir ja noch vorrätig. So. Einen zweiten Sitz bräuchten wir natürlich. Da ist es. Das ist die Haltestelle, nicht das TÜV. Ah, hier. Natürlich brauchen wir trotzdem. Sechs, Motor, fünf. Ich weiß zwar nicht mehr, was man daraus... Die Reifen noch. Nein, drei reichen. Dann noch den hier. Mal sehen, ob das ausreicht. Ob wir uns einfach direkt ein nächstes bauen können. Haben wir den verbraucht? Mal gucken. Hier. So, was fehlt uns denn jetzt noch? Die Kupferbahn und den Faserstoff. Tatsächlich. Guck, wir hätten fast noch den hier abgeben können. Aber so dann. Jetzt ist schon 20 Uhr. Ich werde mich jetzt einfach... Also, was man noch empfehlen kann auf dieser Bernsteininsel. Da gibt es auch noch gute Steine. Hier hinten gibt es noch gute Steine, die man abbauen kann und sehr viele Mineralien haben. Und dann kriegt man hier halt sehr viel zusammen, wenn man das den ganzen Tag macht. Die Beziehung zu den einzelnen Leuten verbessern, eure Spitzhacke bessern, denn mehr Geräte herstellen, die dann hier eure Arbeit übernehmen, damit ihr nicht nur Sand verkaufen könnt, sondern hier einfach, wie hier, Glas. Denn immer schön die Handelsquesten in den Augen behalten. Viel im Voraus schon mal herstellen. Higgins beklauen. Das ist dann natürlich auch eine Methode. Und ansonsten Amulette und Steinhocker herstellen. Und dann habt ihr hier sehr viele Möglichkeiten, hier ganz, ganz viel Kohle zu machen. Ihr seht, wir haben mit 3400 angefangen. Das heißt, wir haben jetzt an einem Tag, auch wenn ich jetzt noch ein paar Sachen verkauft habe, die ich vielleicht schon vorher drin hatte, wir hätten ja jetzt eigentlich noch die Methode, also die Möglichkeit, einfach diese getrocknete Apfelringe oder irgendwas zu essen, unser SB nochmal herzustellen dadurch und dann weiterhin Steine zu kloppen, die wir dann morgen abgeben quasi. Aber das kann ich natürlich jetzt nicht machen, weil ich es euch innerhalb eines Tages zeigen wollte. Und ihr seht, wir haben genauso ungefähr
12.000 Gol hergestellt, also verdient. Ich meine, klar, wir haben jetzt auch noch die Questen hier damit gehabt, die eine. Aber sowas ist halt im täglichen Ding auch mit dabei. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dass ihr irgendwie nicht enttäuscht gewesen seid, hier drauf zu gehen. Dass ihr jetzt wirklich einen Anreiz habt bei euch, wenn ihr Goal braucht. Dass ihr jetzt wisst, wie wir am besten. Aber ich denke, innerhalb, wenn man das einen Tag macht, dann hat man das Goal, was man braucht. Egal wie viel Goal man jetzt braucht, dann schafft man das schon. Und wenn man immer wieder auf die Marktpreise achtet und immer wieder abbaut, abbaut, abbaut und wenn die gerade sehr hoch sind, dann einfach auf alles verkaufen auf einmal, dann ist es sowieso ein sehr guter Schnitt. Und deswegen, ich bedanke mich. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo oder ein Like da oder einen Kommentar, wenn ihr noch Fragen habt. Wenn ihr euch beschweren wollt, wenn ihr negative Kritik habt, bin ich auch gerne offen. Wenn ihr Fragen habt, wo irgendwas zu finden ist, schreibt es drunter, ich suche es für euch raus, wirklich. Ich mache mir die Mühe für euch. Ich würde mich wirklich über ein Abo freuen, aber wenn ihr das nicht interessant fand, dann müsst ihr nicht unbedingt abonnieren. Ich würde mich zwar freuen, aber müsst ihr halt nicht. Also wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, wenn nicht, dann nicht. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.